Ja, eine der Geschichten, die wir im Rahmen unserer Erhebung zum Thema informelles Lernen herausgefunden haben, gehört haben, behandelt ein Bauprojekt, den Bau einer Behindertentoilette, was für diese Firma damals ein neues Projekt war, weil sie das noch nie gemacht hatten. Und der Chef dieses Handwerksunternehmens hat sich viel Arbeit gemacht, viel Mühe gegeben, alle notwendigen Anforderungen herauszufinden, die genauen Bedürfnisse und Vorgaben, die es dafür gibt, zu klären und dann letztlich diese Baustelle auch erfolgreich umzusetzen. Es ist also alles gut gelaufen. Und am Ende dieser Baustelle, als die abgeschlossen war, war er sich wirklich darüber im Klaren, ja, diese Erfahrung, was wir hier gelernt haben bei dieser Baustelle, die muss ich unbedingt festhalten, damit ich beim nächsten Auftrag, wenn es wieder um einen Bau für Behinderte geht, damit ich dann nicht wieder vorne anfangen muss und auf diese Erfahrung, die wir gemacht haben, zurückgreifen kann, das wäre ganz wertvoll. Er nimmt sich das also vor und dann kommt der nächste Auftrag, die Tage vergehen, die Wochen vergehen und das Thema rückt immer weiter in den Hintergrund. Und plötzlich ist ein halbes Jahr vergangen und diese Erfahrungen wurden, obwohl er es eigentlich anders geplant hatte, nicht festgehalten und nicht für eine weitere Verwendung in diesem Betrieb nutzbar. Jetzt kann man fragen, warum ist es nicht passiert? Die knappe Zeit ist vielleicht nur ein Punkt, der dazu führt. Der zweite Punkt ist, er wollte das auch unbedingt selbst machen und er wollte es auch erstmal eigentlich für sich machen. Denn für ihn war dieses Wissen wichtig. Es ging ihm nicht primär darum, das dem ganzen Betrieb zur Verfügung zu stellen. Und damit auch nicht seine Beschäftigten zum Beispiel einzubeziehen dabei. Das könnte auch ein weiterer Punkt sein, warum es nicht funktioniert hat.